Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Fair Berlin. Ein Garten im altfranzösischen Stil, im Hintergrunde ein Schloss, von welchem eine Rampe herabführt. Es ist Nacht. Der Prinz von Homburg sitzt mit bloßem Haupt und offener Brust, halb wachend, halb schlafend, unter einer Eiche und windet sich einen Kranz. Der Kurfürst, seine Gemahlin, Prinzessin Natalie und der Graf von Hohenzollern treten heimlich aus dem Schloss und schauen vom Geländer der Rampe auf ihn nieder. Der Prinz von Homburg, unser tapferer Vetter, der an der Reiterspitze seit 3 Tagen den flüchtigen Schweden munter nachgesetzt und sich erst heute wieder atemlos im Hauptquartier zu Fair Berlin gezeigt. Befehl ward ihm von dir, hier länger nicht als nur 3 Fütterungsstunden zu verweilen und gleich dem Wrangel wiederum entgegen, der sich am Rhün versucht hat einzuschanzen, bis an die Hackelberge vorzurücken? So ist's. Die Chefs nun sämtlicher Schwadronen, zum Aufbruch aus der Stadt, dem Plan gemäß, Glock 10 zu Nacht gemessen instruiert, wirft er erschöpft, gleich einem Jagdhund lechzend, sich auf das Stroh, um für die Schlacht, die uns bevor beim Strahl des Morgens steht, ein wenig die Glieder, die Erschöpften, auszuruhen. So hört dich. Nun? Da nun die Stunde schlägt und aufgesessen schon die ganze Reiterei den Acker vor dem Tor zerstampft, fehlt wer? Der Prinz von Homburg noch, ihr Führer. Mit Fackeln wird und Lichtern und Laternen der Held gesucht. Und aufgefunden wo? Als ein Nachtwandler. Schau, auf dieser Bank, wohin im Schlaf, wie du nie glauben wolltest, der Mondschein ihn gelockt, beschäftigt sich träumend seiner eigenen Nachwelt gleich, den prächtigen Kranz des Ruhmes einzuwinden. Was? In der Tat. Schau hier herab, da sitzt er. In Schlaf versenkt? Unmöglich. Fest im Schlafe. Ruf ihn bei Namen auf, so fällt er nieder. Der junge Mann ist krank, so wahr ich lebe. Er braucht des Arztes. Man sollte ihm helfen, dünkt mich. Nicht den Moment verbringen, sein zu spotten. Für wahr, ein Märchen, glaubt es. Folgt mir, Freunde, und lasst uns näher ihn einmal betrachten. Was für ein Laub denn pflicht er? Laub der Weide? Was Laub der Weide, o Herr? Der Lorbeer ist's. Wie er's gesehen hat an der Heldenbildern, die zu Berlin im Rüstsaal aufgehängt. Jetzt ist er fertig. Schade. Ewig schade, dass hier kein Spiegel in der Nähe ist. Er wird ihm eitel wie ein Mädchen nahen und sich den Kranz bald so und wieder so wie eine flohene Haube aufprobieren. Ich muss doch sehen, wie weit er's treibt. Der Kurfürst nimmt ihm den Kranz aus der Hand. Der Prinz errötet und sieht ihn an. Der Kurfürst schlingt seine Halskette um den Kranz und gibt ihn der Prinzessin. Der Prinz steht lebhaft auf. Der Kurfürst weicht mit der Prinzessin, welche den Kranz erhebt, zurück. Der Prinz mit ausgestreckten Armen folgt ihr. Natalie, mein Mädchen, meine Braut. Geschwind hinweg! Was sagt der Tor? Was sprach er? Oh, Liebste, was entweichst du mir? Natalie. Er erhascht einen Handschuh von der Prinzessin Hand. Himmel und Erde, was ergriff er da? Den Kranz? Nein, nein! Hier rasch herein, mein Fürst, auf das ganze Bild ihn wieder schwinde. Ins Nichts mit dir zurück, Herr Prinz von Homburg. In dem Gefild der Schlacht sehen wir, wenn dir's gefällig ist, uns wieder. Im Traume ringt man solche Dinge nicht. Die Tür fliegt rasselnd vor dem Prinzen zu. Der Prinz von Homburg bleibt einen Augenblick mit dem Ausdruck der Verwunderung vor der Tür stehen. Steigt dann sinnend
die Hand, in welcher er den Handschuh hält, vor die Stirn gelegt, von der Rampe herab. Kehrt sich, sobald er unten ist, um und sieht wieder nach der Tür hinauf. Arthur! Hey! Bist des Teufels du? Was machst du? Wie kommst du hier zur Nacht auf diesen Platz? Je, lieber. Nun, fürwahr, das muss ich sagen. Die Reiterei ist, die du kommandierst, auf eine Stunde schon im Marsch voraus. Und du bist im Garten hier und träumst. Welche eine Reiterei? Die Mamelucken. So wahr ich leben atme, du weißt nicht mehr, dass du der Märkischen Reiter Oberst bist. Was ist dies für ein Handschuh? Ja, was weiß ich. Ich weiß nicht, liebster Heinrich, wo ich bin. In Fährbelin, du sinnverwirrter Träumer. In einem von des Gartens Seitengängen, der ausgebreitet hinterm Schlosse liegt. Lass mich die Nacht verschlingen. Mir unbewusst im Mondschein bin ich wieder umgewandelt. Was ist die Glocke jetzt so? 11:30. Und die Schwadronen, sagst du, brachen auf? Versteht sich, ja. Glock 10. Dem Plan gemäß. Das Regiment Prinzessin von Oranien hat, wie kein Zweifel ist, an ihrer Spitze bereits die Höhen von Hackelwitz erreicht, wo sie des Heeres stillen Aufmarsch morgen dem Wrangel gegenüber decken soll. Es ist gleich viel. Der alte Kottwitz führt sie, der jede Absicht dieses Marsches kennt. Zudem hätte ich zurück ins Hauptquartier um 2 Uhr morgens wiederkehren müssen, weil hier Parolen noch soll empfangen werden. So blieb ich besser gleich im Ort zurück. Komm, lass uns gehen. Der Kurfürst weiß von nichts? Ei, was? Der liegt im Bette längst und schläft. Welch einen sonderbaren Traum träumt ich. Mir war, als ob von Gold und Silber strahlend ein Königsschloss sich plötzlich öffnete und hoch von seiner Marmorrampe herab der ganze Reigen zu mir niederstiege der Menschen, die mein Busen liebt. Der Kurfürst und die Fürstin und die dritte, wie heißt sie schon? Wer? Jene, die ich meine. Ein Stummgeborener wird sie nennen können. Die Platen? Nicht doch lieber. Die Ramin? Nicht doch, Freund. Die Borg, die Winterfell. Nicht, ich bitte dich. Du siehst die Perle nicht vor dem Ring, der sie in Fassung hält. Gut, so sprich weiter. Aber stör mich nicht. Und er, der Kurfürst, mit der Stirn des Zeus hielt einen Kranz von Lorbeeren in der Hand und schlägt, mir ganz die Seele zu entzünden, den Schmuck darum, der ihm vom Nacken hängt und reicht ihn auf die Locken mir zu drücken. Oh, lieber. Wem? Oh, lieber. Nun, so sprich. Es wird die Platen wohl gewesen sein. Die weiß man, die gefällt dir. Die gefällt mir. Nun, und die, sagst du, reichte dir den Kranz. Hoch auf! Gleich einem Genius des Ruhms hebt sie den Kranz, an dem die Kette schwankte, als ob sie einen Helden krönen wollte. Ich streck in unaussprechlicher Bewegung. Die Hände strecke ich aus, ihn zu ergreifen. Doch wie der Duft, der über Täler schwebt, weicht mir die Schar die Rampe ersteigend aus. Ich greife rechts, ich greife links, um hier der Teuren einen ängstlich zu erhaschen. Umsonst. Des Schlosses Tor geht plötzlich auf und fügt schon rasselnd wieder sich zusammen. Nur einen Handschuh. Heftig im Verfolgen streif ich der süßen Traumgestalt vom Arm. Und einen Handschuh? Ihr allmächtigen Götter, da ich erwache, halte ich in der Hand. Schelm, der du bist mit deinen Visionen. Wer weiß, von welcher Schäferstunde Traum mit Fleisch und Bein hier wachen zugebracht, dir noch der Handschuh in den Händen klebt. Was? Mir? Bei meiner Liebe. Also zum Henker, was kümmert's mich? Es ist bald 12, was stehen wir hier und plaudern? Da hast du recht, lass uns zu Bette gehen. Doch, was ich sagen wollte, lieber, ist die Kurfürstin noch und ihre Nichte hier? Die liebliche Prinzessin von Oranien, die jüngst in unser Lager eingetroffen. Warum? Ich glaube gar, der Tor... Warum? Ich sollte, weißt du, 30 Reiter stellen, sie wieder von dem Kriegsplatz wegzuschaffen. Ramin habe ich deshalb beordern müssen. Ei, was? Die sind längst fort. Fort oder reisen gleich. Ramin zum Aufbruch völlig fertig stand die ganze Nacht durch mindestens am Portal. Doch fort. 12 ist's. Und ehe die Schlacht beginnt, wünsche ich mich noch ein wenig auszuruhen. Musik.
Saal im Schloss. Man hört in der Ferne schießen. Die Kurfürstin und die Prinzessin Natalie in Reisekleidern, geführt von einem Hofkavalier, treten auf und lassen sich zur Seite nieder. Hierauf der Kurfürst, Feldmarschall Dörfling, der Prinz von Homburg, den Handschuh im Kollett, der Graf von Hohenzollern, Graf Truchs, Oberst Hennings, Rittmeister von der Goltz und mehrere andere Generale, Obersten und Offiziere. Was ist dies für ein Schießen? Ist das Götz? Das ist der Oberst Götz, mein Fürst und Herr, der mit dem Vortrab gestern vorgegangen. Er hat schon einen Offizier gesandt, der im Voraus darüber dich beruhige. Ein schwedischer Posten ist von 1000 Mann bis auf die Hackelberge vorgerückt. Doch haftet Götz für diese Berge dir und sagt mir an, du möchtest nur verfahren, als hätte sie sein Vortrab schon besetzt. Ihr Herrn, der Marschall kennt den Schlachtentwurf. Nehmt euren Stift, bitte ich, und schreibt ihn auf. Ramin ist mit dem Wagen vorgefahren? Im Augenblick, mein Fürst. Man spannt schon an. Ramin wird meine teure Elisa führen und 30 rüstige Reiter folgen ihm. Ihr geht auf Kalkuns, meines Kanzlers Schloss, wo sich kein Schwede mehr erblicken lässt. Natalie ist so still, mein süßes Mädchen. Was fehlt dem Kind? Mich schauert, lieber Onkel. Und gleichwohl ist mein Töchterchen so sicher. In ihrer Mutter Schoß war sie's nicht mehr. Wann denkst du, werden wir uns wiedersehen? Wenn Gott den Sieg mir schenkt, wie ich nicht zweifle, vielleicht im Laufe dieser Tage schon. Der Plan der Schlacht, ihr Herr Obersten, der die Durchlauf des Herrn ersann, bezweckt, das schwedenflüchtiges Heer zu gänzlicher Zersplitterung von dem Brückenkopf zu trennen, der an dem Rhinfluss ihren Rücken deckt. Der Oberst Hennings. Hier. Der nach des Herrn Willen heute des Heeres rechten Flügel kommandiert, soll durch den Grund der Hackelbüsche still des Feindes Linken zu umgehen suchen, sich mutig zwischen ihn und die drei Brücken werfen und mit dem Grafen Drucks vereint. Graf Drucks. Hier. Und mit dem Grafen Drucks vereint, der auf den Höhen indes dem Rangel gegenüber mit den Kanonen Posten hat gefasst. Kanonen Posten hat gefasst. Habt ihr. Die Schweden in den Sumpf zu jagen suchen, der hinter ihrem rechten Flügel liegt. Der Wagen, gnädige Frau, ist vorgefahren. Der Prinz von Homburg. Ist Ramin bereit? Er harrt zu Pferd schon unten am Portal. Der hinter ihrem rechten Flügel liegt. Der Prinz von Homburg. Arthur. Hier? Bist du von Sinn? Was befiehlt mein Marschall? Dem die Durchlauch des Fürsten wiederum die Führung ruhmvoll wie bei Rathenow der ganzen Märkischen Reiterei vertraut, stellt auf der Ebene sich beim Dorfe Hackelwitz des Feindes rechtem Flügel gegenüber, fern außer dem Kanonenschusse auf. Fern außer dem Kanonenschusse auf. Mein Töchterchen, was fehlt dir? Suchst du etwas? Ich weiß nicht, liebe Tante, meinen Handschuh. Herr meines Lebens, habe ich recht gehört? Fern außer dem Kanonenschusse auf. Des Prinzen durchlaucht wird. Den Handschuh sucht sie? Nach unseres Herrn ausdrücklichem Befehl, wie immer auch die Schlacht sich wenden mag, vom Platz nicht der ihm angewiesen weichen. Rasch, dass ich jetzt erprüfe, ob er es ist. Was macht des Prinzen durchlaucht? Arthur. Hier? Ich glaube, du bist des Teufels. Was befiehlt mein Marschall? Vom Platz nicht, der ihm angewiesen weichen. Als bis gedrängt von Hennings und von Drucks. Wer, lieber Golz? Was, ich? Ihr ja, wer sonst? Vom Platz nicht soll ich? Freilich. Nun habt ihr. Vom Platz nicht, der mir angewiesen weichen? Als bis gedrängt von Hennings und von Drucks, des Feindes linker Flügel aufgelöst, auf seinen rechten stürzt und alle seine Schlachthaufen wankend nach der Drift sich drängen, in deren Sümpfen, oft durchkreuzt von Gräben, der Kriegsplan eben ist, ihn aufzureiben. Ihr Pagen, leuchtet euren Arm, ihr Lieben. Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Auf Wiedersehen, ihr Herren, lasst uns nicht stören. Sieh da, des Fräuleins Handschuh. Rasch, dort liegt er. Wo? Zu des Prinzen, unseres Vetters Füßen. Zu meinen, was, ist das der eurige? Ich danke euch, edler Prinz.
Ist das der eure? Der meinige, der welchen ich vermisst. Lebt wohl, viel Glück und Heil und Segen. Macht, dass wir bald und froh uns wiedersehen. Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Doch wird des Fürsten Durchlaucht ihm, damit durch Missverstand der Schlag zu früh nicht falle, ihm ein Offizier aus seiner Suite senden, der den Befehl, das merkt, ausdrücklich noch zum Angriff auf den Feind ihm überbringe. Eh wird er nicht Fanfare blasen lassen. Des Prinzen Durchlaucht habt ihr. Mein Feldmarschall. Ob ihr geschrieben habt. Von der Fanfare. Fanfare sei verwünscht. Nicht eh als bis der... Als bis er selbst. Ja, allerdings eh nicht. Doch dann wird er Fanfare blasen lassen. Den Oberes Kottwitz merkt das Baron Goltz. Wünsche ich, wenn er es möglich machen kann, noch vor Beginn des Treffens selbst zu sprechen. Bestellen werde ich es. Verlass dich drauf. Nun, meine General und Obersten, der Morgenstrahler graut. Habt ihr geschrieben? Es ist vollbracht, mein Fürst. Dein Kriegsplan ist an deine Feldherren pünktlich ausgeteilt. Herr Prinz von Homburg, dir empfehle ich Ruhe. Du hast am Ufer, weißt du, mir des Rheins 2 Siege jüngst verscherzt. Regier dich wohl und lass mich heute im Dritten nicht entbehren, der Mindres nicht als Thron und Reich mir gilt. Folgt mir! Hey, Franz! Hier! Rasch den Schimmel vor! Noch vor der Sonne im Schlachtfeld will ich sein! Nun denn, auf deiner Kugel Ungeheures, du, der der Windeshauch den Schleier heut gleich einem Segel lüftet, roll heran! Du hast mir Glück die Locken schon gestreift. Ein Pfann schon warfst du im Vorüberschweben aus deinem Füllhorn lächelnd mir herab. Heut, Kind der Götter, such ich Flüchtiges. Ich hasche dich im Feld der Schlacht und stürze ganz deinen Segen mir zu Füßen um. Wärst du auch siebenfach mit Eisenketten am schwedschen Siegeswagen festgebunden? Schlachtfeld bei Fehrbellin. Oberst Kottwitz, Graf Hohenzollern, Rittmeister von der Goltz und andere Offiziere an der Spitze der Reiterei treten auf. Halt! Hier die Reiterei! Und abgesessen! Halt! Halt! Wer hilft vom Pferde mir, ihr Freunde? Hier, Alter! Hier! Habt Dank, dass die Pest mich... Ein edler Sohn für euren Dienst, jedweden, der euch, wenn ihr zerfallt, ein Gleiches tut. Ja, auf dem Ross fühl ich voll Jugend mich. Doch sitz ich ab, da hebt ein Strauß sich an, als ob sich Leib und Seele kämpfend trennten. Wo ist des Prinzen unseres Führers Durchlaucht? Er ritt ins Dorf, das dir versteckt in Büschen zur Seite blieb. Er wird gleich wiederkommen. Zur Nachtzeit höre ich vieler mit dem Pferd? Ich glaube, ja. Er fiel? Nichts von Bedeutung. Sein Rappe scheute an der Mühle sich, jedoch leicht hin zur Seite niedergleitend, tat er auch nicht den mindesten Schaden sich. Es ist in Odem keiner Sorge wert. Ein schöner Tag, so wahr ich Leben atme. Ein Tag von Gott, dem hohen Herrn der Welt, gemacht zu süßem Ding, als sich zu schlagen. Die Sonne schimmert rötlich durch die Wolken und die Gefühle flattern mit der Lerche zum heiteren Duft des Himmels jubelnd auf. Hast du den Marschall Dörfling aufgefunden? Zum Henker, nein. Was denkt die Exzellenz? Bin ich ein Pfeil, ein Vogel, ein Gedanke, dass er mich durch das ganze Schlachtfeld sprengt? Ich war beim Vortrab auf den Hackelhöhen und in dem Hackelgrund beim Hintertrab. Doch wen ich nicht gefunden, war der Marschall. Das wird sehr leid ihm tun. Es schien, er hatte dir von Belang noch etwas zu vertrauen. Da kommt des Prinzen unseres Führers Durchlaucht. Sei mir gegrüßt, mein junger, edler Prinz. Schau her. Wie während du im Dörfchen warst, die Reiter ich im Talweg aufgestellt. Ich denke, du wirst mit mir zufrieden sein. Guten Morgen, Kottwitz. Guten Morgen, Freunde. Du weißt, ich lobe alles, was du tust. Was ich dir sagen wollte, Heinrich, was war's schon, was der Dörfling mich betreffend bei der Parole hat gestern vorgebracht? Du warst zerstreut. Ich habe es wohl gesehen. Zerstreut? Geteilt? Ich weiß nicht, was mir fehlte. Zum Glück nicht diesmal eben viel für dich.
Der Truchs und Hennings, die das Fußvolk führen, die sind zum Angriff auf den Feind bestimmt. Und dir ist aufgegeben, hier zu halten im Tal, schlagfertig mit der Reiterei, bis man zum Angriff den Befehl dir schickt. Ein wunderlicher Vorfall. Welcher, Lieber? Holla, ihr Herren, holla! Jetzt auf, jetzt auf! Das ist der Hennings und die Schlacht beginnt. Wer ist es? Was? Der Oberst Hennings, Arthur, der sich in Wrangels Rücken hat geschlichen. Komm nur, dort kannst du alles überschauen. Der Hennings dort auf unserem rechten Flügel? Ja, mein erlauchter Prinz. Was auch zum Henker, der stand ja gestern auf des Heeres linkem. Blitzelement! Seht, aus 12 Feuerschlünden wirkt jetzt der Wrangel auf den Hennings los. Das ist der Truchs. Truchs? Der Truchs, er, ja. Der Hennings jetzt von vorn zu Hilfe kommt. Wie kommt der Truchs heute in die Mitte? Oh Himmel, schaut. Mich dünkt, das Dorf fing Feuer. Hui, wie die Schwedenboten fliegen rechts und links. Sie brechen auf. Wo? Auf dem rechten Flügel. Freilich, in Zügen mit 3 Regimentern. Es scheint, den linken wollen sie verstärken. Bei meiner Treu. Und Reiterei rückt vor, den Marsch des rechten Flügels zu bedecken. Ha, wie das Feld die wieder räumen wird, wenn sie versteckt und sie im Tal erblickt. Jetzt sind sie bei den Schanzen beieinander. Der Freiwald kehrt in den Rücken schon. Nein, sprich! Beim Himmel, Freunde, auf dem linken Flügel. Er räumt mit seinem Feldgeschütz die Schanzen. Auf, Kottwitz, folg mir. Ruhig, ruhig, Kinder. Auf, lasst an Fahre blasen, folge mir. Des Herrn Durchlaucht bei der Parole gestern Befehl, dass wir auf Order warten sollen. Bolz, lies den Herrn die Parole vor. Auf Order? Ei, Kottwitz, reitest du so langsam? Hast du sie noch vom Herzen nicht empfangen? Order? Ich bitte dich, von meinem Herzen? Lass dir bedeuten, Arthur. Hör, mein Obrist. Oh, kämmst du mir so, mein junger Herr? Den Gaul, den du daher springst, schlepp ich noch im Notfall an dem Schwanz des meinen fort. Marsch! Marsch, ihr Herren! Trompeter, die Fanfare! Zum Kampf! Zum Kampf! Der Kottwitz ist dabei! Nein, nimmer mehr, mein Oberst, nimmer mehr! Der Hennings hat den Ruin noch nicht erreicht! Auf! Jetzt ist die Parole, ihr Herren! Ein Schurke! Wer seinem General zur Schlacht nicht folgt! Zimmer in einem Dorfe. Die Kurfürstin, bleich und verstört, bei ihr Prinzessin Natalie und Rittmeister von der Goltz. Führt mich auf einen Stuhl. Ich will mich setzen. Tot, sagt er. Tot? Oh, meine teure Mutter. Was bringst du, Herold des Entsetzens, mir? Was diese Augen leider, teure Frau, zu meinem ewigen Jammer selbst gesehen. Wohlan. Erzähl. Der Kurfürst ist nicht mehr. Oh Himmel! Soll ein so ungeheurer Schlag uns treffen? Erstattet mir Bericht, wie er gesunken. Und wie der Blitzstrahl, der den Wanderer trifft, die Welt noch einmal purpurn ihn erleuchtet, so lass dein Wort sein. Nacht, wenn du gesprochen, mög über meinem Haupt zusammenschlagen. Der Prinz von Homburg war, sobald der Feind, gedrängt vom Truchs in seiner Stellung wankte, auf Wrangel in die Ebene vorgerückt. 2 Linien hat er mit der Reiterei durchbrochen schon und auf der Flucht vernichtet, als er auf eine Feldretoute stieß. Hier schlug so mörderischer Eisenregen entgegen ihm, dass seine Reiterschar wie eine Saat
sich knickend niederlegte. Geliebte, fasse dich. Lass mich, Liebe. In diesem Augenblick, dem Staub entrückt, bemerkten wir den Herrn, der bei den Fahnen des Drückschen Korps dem Feind entgegenreitet. Wir alle sammeln uns bei diesem Anblick auf eines Hügels Abhang, schwer besorgt, inmitten in des Feuers zu erblicken. Als plötzlich jetzt der Kurfürst, Ross und Reiter, in Staub vor unseren Augen niedersinkt. Zwei Fahnenträger fielen über ihn und deckten ihn mit ihren Fahnen zu. Oh, meine Mutter! Weiter! Drauf fasst bei diesem schreckenvollen Anblick Schmerz unermesslicher des Prinzenherz. Dem Bären gleich von Wut gespornt und Rache, bricht er mit uns auf die Verschanzung los. Und hätte nicht der Brückenkopf am Rhön im Würgen uns gehemmt, so wäre keiner, der an dem Herd der Väter sagen könnte, bei Fähre Belin sah ich den Helden fallen. Ein Sieg zu teuer erkauft. Ich mag ihn nicht. Gebt mir den Preis, den er gekostet. Wieder. Hilf Gott im Himmel. Ihre Sinne schwinden. Oh, meine teuerste Natalie. So ist es wahr. Oh, könnte ich sagen nein. Könnte ich mit Blut aus diesem treuen Herzen das Seinige zurück ins Dasein rufen? Wer wird in diesem schauderhaften Kampf vor dieser Welt von Feinden jetzt uns schirmen? Ich, Fräulein, übernehme eure Sache. Wie denkt ihr über eure Zukunft jetzt? Ja, was soll ich nach diesem Wetterschlag, der unter mir den Grund zerreißt, beginnen? Mir ruht der Vater, mir die teure Mutter im Grab zu Amsterdam. In Schutt und Asche liegt Dordrecht, meines Hauses Erbe, da. Und jetzt sinkt mir die letzte Stütze nieder, die meines Glückes Rebe aufrecht hielt. Ich war zum zweiten Male heute verwaist. Oh, meine Freundin, wäre diese Stunde der Trauer nicht geweiht, so wollte ich sagen, schlingt eure Zweige hier um diese Brust. Um sie, die schon seit Jahren einsam blühend nach eurer Glocken holdem Duft sich sehnt. Mein lieber, guter Vetter. Wollt ihr? Wenn ich ins innere Mark ihr wachsen darf? In ihres Herzens Kern, Natalie. Oh Gott, wär er jetzt da, den wir beweinen, um diesen Bund zu schauen. Könnten wir zu ihm aufstammeln? Vater, segne uns. Mein Prinz! Kaum wag ich, beim lebendigen Gott, welch ein Gerücht sich ausstreut, euch zu melden. Der Kurfürst lebt! Er lebt? Beim hohen Himmel! Graf Spahn bringt die Nachricht eben her. Herr meines Lebens! Mutter! Hörtest du's? Nein, sag, wer bringt mir... Graf Georg von Sparren, der ihn in Hackelwitz beim Drückschen Korps mit eigenem Auge gesund und wohl gesehen. Oh, stürz mich zweimal nicht zum Abgrund nieder. Nein, meine teure Mutter, Friedrich lebt. Hier ist der Offizier. Herr Graf von Sparren, des Herrn Durchlaucht habt ihr frisch und wohlauf beim Drückschen Korps in Hackelwitz gesehen? Ja, mein erlauchter Prinz, im Hof des Pfarrers, wo er Befehle gab. Vom Stab umringt. Oh Gott, an deine Brust. Oh, meine Tochter. Nein, diese Seligkeit ist fast zu groß. Sah ich von fern an meiner Reiterspitze ihn nicht zerschmettert von Kanonenkugeln in Staub samt seinem Schimmel niederstürzen? Der Schimmel allerdings stürzt samt dem Reiter. Doch wer ihn ritt, mein Prinz, war nicht der Herr. Der Landesherr, der jeder Warnung taub den Schimmel wieder ritt, den strahlend weißen, den froben jüngst in England ihm erstand, war wieder, wie bis heute noch stets geschah, das Ziel der feindlichen Kanonenkugeln. Beim Himmel, ja, ein Grausen war's zu sehen. Stallmeister Froben, der beim Trost der Suite zunächst ihm folgt, ruft dieses Wort mir zu, verwünscht sei heut mir dieses Schimmels Glanz, könnt ich ihn mit dem Grau der Mäuse decken.
Er naht voll heißer Sorge ihm und spricht. Hoheit, dein Pferd ist scheu, du musst verstatten, dass ich's noch einmal in die Schule nehme. Der Herr steigt ab, still lächelnd und versetzt. Die Kunst, die du ihn, Alter, lehren willst, wird er, solange es Tag ist, schwerlich lernen. Dem Fuchs drauf sitzt er auf, den Froben reitet und kehrt zurück, wohin sein Amt ihn ruft. Doch Froben hat den Schimmel kaum bestiegen, so reißt, entsendet aus der Feldredoute, ihn schon ein Mordblei, Ross und Reiter nieder. In Staub sinkt er, ein Opfer seiner Treue, und keinen Laut vernahm man mehr von ihm. Er ist bezahlt. Wenn ich 10 Leben hätte, könnte ich sie besser brauchen, nicht als so. Genug zur Sache jetzt. Wo ist der Kurfürst? Nahm er in Hackelwitz sein Hauptquartier? Vergib, der Herr ist nach Berlin gegangen. Und die gesamte Generalität ist aufgefordert, ihm dahin zu folgen. Wie? Nach Berlin? Ist denn der Feldzug aus? Für wahr, ich staune, dass dir alles fremd. Graf Horn, der schwedische General, traf ein. Es ist im Lager, gleich nach seiner Ankunft, ein Waffenstillstand ausgerufen worden. Wenn ich dem Marschall Dörfling recht verstanden, war eine Unterhandlung angeknüpft. Leicht, dass der Frieden selbst erfolgen kann. Oh Gott, wie herrlich klärt sich alles auf. Kommt, lass sogleich uns nach Berlin ihm folgen. Räumst du zu rascherer Beförderung wohl mir einen Platz in deinem Wagen ein? Von ganzem Herzen gern. Ich habe so dir einen Wunsch noch schüchtern zu vertrauen, des ich mich auf der Reis entlasten will. Gleich viel. Heut keinem Flehenden auf Erden antworte ich nein, was es auch immer sei. Und dir, du Sieger in der Schlacht zuletzt. Hinweg! O Mutter, welch ein Wort sprachst du. Darf ich mir's deuten, wie es mir gefällt? Hinweg, sag ich, im Wagen mehr davon. Kommt, gebt mir euren Arm. O Caesar Divus, die Leiter setz ich an. An deinen Stern. Berlin. Lustgarten vor dem alten Schloss. Im Hintergrund die Schlosskirche mit einer Treppe. Die Kirche ist stark erleuchtet. Man sieht die Leiche Frobens vorübertragen und auf einen prächtigen Katafalk niedersetzen. Der Kurfürst, Feldmarschall Dörfling, Obrist Hennings, Graf Truchs und mehrere andere Obristen und Offiziere treten auf. Ihm gegenüber zeigen sich einige Offiziere mit Depeschen. Wer immer auch die Reiterei geführt am Tag der Schlacht und eh der Obrist Hennings des Feindes Brücken hat zerstören können, damit ist aufgebrochen, eigenmächtig, bevor ich Order gab, zur Flucht ihn zwingend, der ist des Todes schuldig, das erkläre ich, und vor ein Kriegsgericht bestelle ich ihn. Der Prinz von Homburg hat sie nicht geführt? Nein, mein erlauchter Herr. Wer sagt mir das? Das können Reiter dir bekräftigen, die mir es versichert vor Beginn der Schlacht. Der Prinz hat mit dem Pferd sich überschlagen. Man hat verwundet schwer an Haupt und Schenkeln in einer Kirche ihn verbinden sehen. Gleich viel. Der Sieg ist glänzend dieses Tages und vor dem Altar morgen danke ich Gott. Doch wäre er 10-mal größer, das entschuldigt den nicht, durch den der Zufall mir ihn schenkt. Mehr Schlachten noch als die habe ich zu kämpfen und will, dass dem Gesetz gehorsam sei. Wer's immer war, der sie zur Schlacht geführt, ich wiederhol's, hat seinen Kopf verwirkt und vor ein Kriegsrecht hiermit lade ich ihn. Der Prinz von Homburg, 3 schwedische Fahnen in der Hand, Oberst Kottwitz mit deren 2, Graf Hohenzollern, Rittmeister von der Goltz, jeder mit einer Fahne, mehrere andere Offiziere und Reiter mit Fahnen, Pauken und Standarten treten auf. Der Prinz von Homburg! Truchs, was macht er dir? Wo kommt ihr her, Prinz? Von Ferbelin, mein Kurfürst. Und bringe diese Siegstrophäen dir. Du bist verwundet, hörig und gefährlich? Mein Goldfuchs fiel vor Anbeginn der Schlacht.
Die Hand hier, die ein Feldarzt mir verband, verdient nicht, dass du sie verwundet taufst. Mithin hast du die Reiterei geführt? Ich? Allerdings? Musst du von mir dies hören? Hier lege ich den Beweis zu Füßen dir. Nehmt ihm den Degen ab. Er ist gefangen. Wem? Kortwitz, sei mir gegrüßt. Mein Kurfürst. Mein Gebieter. Mein Fürst, vergönn ein Wort mir. Was, Philipp? Nehmt alles, Fahnen, Pauken und Standarten und hängt sie an der Kirche Pfeilern auf. Beim Siegsfest morgen denke ich sie zu brauchen. Das beim lebendigen Gott ist mir zu stark. Prinz, euren Degen bitte ich. Ruhig, Freund. Träum ich? Wach ich? Leb ich? Bin ich bei Sinnen? Prinz, gib den Degen, rate ich hin und schweig. Ich ein Gefangener? So ist's. Ihr hört's. Darf man die Ursache wissen? Jetzt so nicht. Du hast zu zeitig, wie wir gleich gesagt, dich in die Schlacht gedrängt. Die Orde war nicht von dem Platz zu weichen, ungerufen. Helft, Freunde, helft! Ich bin verrückt! Still! Sind denn die Märkischen geschlagen worden? Gleich viel. Der Satzung soll gehorsam sein. So. 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 Es wird den Hals nicht kosten. Vielleicht bist du schon morgen wieder los. Mein Vetter Friedrich will den Brutus spielen und sieht, mit Kreid auf Leinewand verzeichnet, sich schon auf dem kurulschen Stuhle sitzen, die schwedschen Fahnen in dem Vordergrund und auf dem Tisch die märkschen Kriegsartikel. Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn, der unterm Beil des Henkers ihn bewundre. Und wenn er mir in diesem Augenblick wie die Antike starr entgegenkommt, tut er mir leid. Und ich muss ihn bedauern. Bringt ihn nach Fehrbellin ins Hauptquartier und dort bestellt das Kriegsrecht, das ihn richte. Fehrbellin. Ein Gefängnis. Der Prinz von Homburg. Im Hintergrunde zwei Reiter als Wache. Der Graf von Hohenzollern tritt auf. Sieh da, Freund Heinrich! Sei willkommen mir. Nun, des Arrestes bin ich wieder los. Hat er den Degen dir zurückgeschickt? Mir? Nein. Nicht? Nein. Woher denn also los? Ich glaubte, du bringst es mir. Gleich viel. So schick dir einen anderen, der mir es melde. Setz dich. Nun sag mir an, was gibt es Neues? Dein Antlitz dünkt mich, sieht nicht heiter, Freund. Was denkst du, Arthur, denn von deiner Lage, seit sie so seltsam sich verändert hat? Der Kurfürst hat getan, was Pflicht erheischte. Und nun wird er dem Herzen auch gehorchen. Gefehlt hast du, so wird er ernst mir sagen, vielleicht ein Wort von Tod und Festung sprechen. Ich aber schenke dir die Freiheit wieder. Und um das Schwert, das ihm den Sieg errang, schlingt sich vielleicht ein Schmuck der Gnade noch. Wenn der nicht, gut. Denn den verdiente ich nicht. Oh, Arthur. Nun? Des bist du so gewiss. Ich denk's mir so. Ich bin ihm wert, das weiß ich. Wert wie ein Sohn. Das hat seit früher Kindheit sein Herz in tausend Proben mir bewiesen. Was für ein Zweifel ist's, der dich bewegt? Du standst dem Kriegsrecht, Arthur, im Verhör und bist des Glaubens noch. Weil ich ihm stand. Bei dem lebendigen Gott, so weit geht keiner, der nicht gesonnen wäre, zu begnadigen. Dort eben, vor der Schranke des Gerichts, dort war's, wo mein Vertrauen sich wiederfand. War es denn ein todeswürdiges Verbrechen, zwei Augenblicke früher als befohlen, die schwedische Macht in Staub gelegt zu haben? Und welch ein Frevel sonst drückt meine Brust? Wie könnt er doch vor diesem Tisch mich laden, von Richtern herzlos, die den Eulen gleich stets von der Kugel mir das Grablied singen, dächt er mit einem heitern Herrscherspruch nicht als ein Gott in ihren Kreis zu treten? Nein, Freund,
Er sammelt diese Nacht von Wolken nur um mein Haupt, um wie die Sonne mir durch ihren Dunstkreis strahlend aufzugehen. Und diese Lust fürwahr kann ich ihm gönnen. Das Kriegsrecht gleichwohl, sagt man, hat gesprochen. Ich höre, ja, auf Tod. Du weißt es schon? Golz, der dem Spruch des Kriegsrechts beigewohnt, hat mir gemeldet, wie er ausgefallen. Denn bei Gott, der Umstand rührt dich nicht. Mich? Nicht im Mindesten. Und worauf stützt sich deine Sicherheit? Auf mein Gefühl von ihm. Ich bitte, lass mich. Was soll ich mich mit falschen Zweifeln quälen? Das Kriegsrecht musste auf den Tod erkennen. So lautet das Gesetz, nach dem es richtet. Doch ehe er solch ein Urteil lässt vollstrecken, ehe er dies Herz hier, das getreu ihn liebt, auf eines Tuches Wink der Kugel preisgibt, ehe öffnet er die eigene Brust sich und spritzt sein Blut selbst tropfenweiß in Staub. Der Marschall... Lass mich, Freund. Zwei Worte hör noch. Der Marschall hat, höchst seltsam ist's, soeben das Todesurteil im Schloss ihm überreicht. Und er, statt wie das Urteil frei ihm stellt, dich zu begnadigen, er hat befohlen, dass es zur Unterschrift ihm kommen soll. Wer hat dir das gesagt? Er selbst, der Marschall. Wann? Eben jetzt. Als er vom Herrn zurückkam? Als er vom Herrn die Treppe niederstieg. Er fügt hinzu, da er bestürzt mich sah, verloren sei noch nichts und morgen sei auch noch ein Tag, dich zu begnadigen. Doch seine bleiche Lippe widerlegt ihr eigenes Wort und sprach, ich fürchte nein. Er könnte... Nein. So ungeheure Entschließungen in seinem Busen wälzen? Um eines Fehls der Brille kaum bemerkbar, in dem Demanten, den er jüngst empfing, in Staub den Geber treten? Du musst, mein Freund, dich davon überzeugen. Und der Feldmarschall schwieg und sagte nichts? Was sollte er sagen? O Himmel, meine Hoffnung. Hast du vielleicht je einen Schritt getan, sei es wissentlich, sei es unbewusst, der seinem stolzen Geist zu nahe getreten? Niemals. Besinne dich. Niemals beim Himmel. Mir war der Schatten seines Hauptes heilig. Arthur, sei mir nicht böse, wenn ich zweifle. Graf Horn traf, der Gesandte Schwedens, ein. Und sein Geschäft geht, wie man hier versichert, an die Prinzessin von Oranien. Ein Wort, das die Kurfürstin Tante sprach, hat aufs Empfindlichste den Herrn getroffen. Man sagt, das Fräulein habe schon gewählt. Bist du auf keine Weise hier im Spiele? Oh Gott, was sagst du mir? Bist du's? Bist du's? Ich bin's, mein Freund. Jetzt ist mir alles klar. Es stürzt der Antrag ins Verderben mich. An ihrer Weigerung wisse, bin ich schuld, weil mir sich die Prinzessin anverlobt. Du unbesonnener Tor, was machtest du? Wie oft hat dich mein treuer Mund gewarnt? Oh, Freund, hilf, rette mich. Ich bin verloren. Ja, welch ein Ausweg führt aus dieser Not. Willst du vielleicht die Fürstin Tante sprechen? Wie? Wache, hier, ruft euren Offizier. Der Schritt kann kluggewandt dir Rettung bringen. Denn kann der Kurfürst nur mit König Karl um den bewussten Preis den Frieden schließen. So sollst du sehen, sein Herz versöhnt sich dir und gleich in wenig Stunden bist du frei. Stranz, übergeben bin ich deiner Wache. Erlaubt in einem dringenden Geschäft, dass ich auf eine Stunde mich entferne. Mein Prinz, mir übergeben bist du nicht. Die Order, die man mir erteilt hat, lautet, dich gehen zu lassen, frei, wohin du willst. Seltsam. So bin ich kein Gefangener? Vergib. Dein Wort ist eine Fessel auch. Auch gut. Gleich viel. Wohlan, so lebt denn wohl.
Die Fessel folgt dem Prinzen auf dem Fuße. Ich gehe aufs Schloss zu meiner Tante nur und bin in 2 Minuten wieder hier. Komm, meine Tochter, komm. Dir schlägt die Stunde. Graf Gustav Horn, der schwedische Gesandte, und die Gesellschaft hat das Schloss verlassen. Im Kabinett des Onkels sehe ich Licht. Komm, leg das Tuch dir um und schleich dich zu ihm. Und sieh, ob du den Freund dir retten kannst. Prinz Homburg, gnädige Frau ist vor der Türe. Oh Gott! Er selbst? Hat er denn nicht Arrest? Der Unbesonnene, sein Wort zu brechen. Lass ihn herein. Oh, meine Mutter. Gefangen seid ihr, Prinz. Und kommt hierher? Was häuft ihr neue Schuld zu eurer alten? Oh, meine Mutter. Also sprichst du nicht, wenn dich der Tod umschauerte wie mich. Du scheinst mit Himmelskräften, Rettenden. Du mir, das Fräulein, deine Frauen begabt. Mir alles ringsumher. Den Trossknecht könnte ich den Schlechtesten, der deine Pferde pflegt, gehängt am Halse flehen. Rette mich. Nur ich allein auf Gottes weiter Erde bin hilflos. Ein Verlassener und kann nichts. Du bist ganz außer dir. Was ist geschehen? Ach. Auf dem Wege, der mich zu dir führte, sah ich das Grab beim Schein der Fackeln öffnen, das morgen mein Gebein empfangen soll. Sieh diese Augen, Tante, die dich anschauen, will man mit Nacht umschatten, diesen Busen mit mörderischen Kugeln mir durchbohren. Bestellt sind auf dem Markte schon die Fenster, die auf das öde Schauspiel niedergehen. Und der die Zukunft auf des Lebens Gipfel heut wie ein Feenreich noch überschaut, liegt in 2 engen Brettern duftend morgen, und ein Gestein sagt dir von ihm, er war. Mein Sohn, wenn so des Himmels Wille ist, wirst du mit Mut dich und mit Fassung rüsten. Oh, Gottes Welt, oh Mutter, ist so schön. Lass mich nicht, flehe ich, eh die Stunde schlägt, zu jenem schwarzen Schatten niedersteigen. Mag er doch sonst, denn ich gefehlt mich strafen. Warum die Kugel eben muss es sein? Mag er mich meiner Ämter doch entsetzen? Mit Kassation, wenn's das Gesetz so will, mich aus dem Heer entfernen. Gott des Himmels, seit ich mein Grab sah, will ich nichts als leben. Und frage nichts mehr, ob es Remi sei. Steh auf, mein Sohn. Steh auf. Was sprichst du da? Ich gebe jeden Anspruch auf. An Glück. Nataliens, das vergiss nicht, ihm zu melden, begehr ich gar nicht mehr. In meinem Busen ist alle Zärtlichkeit für sie verlöscht. Frei ist sie. Wie das Reh auf Heiden wieder, mit Hand und Mund, als wäre ich nie gewesen. Verschenken kann sie sich. Und wenn's Karl Gustav der Schwedenkönig ist, so lob ich sie. Ich will auf meine Güter gehen am Rhein. Da will ich bauen, will ich niederreißen, dass mir der Schweiß herabtrieft. Säen, ernten, als wär's für Weib und Kind. Allein genießen und wenn ich erntete, von Neuem säen. Und in den Kreis herum das Leben jagen, bis es am Abend niedersinkt und stirbt. Wohlan, kehr jetzt nur heim in dein Gefängnis. Das ist die erste Forderung meiner Gunst. Du armes Mädchen weinst. Die Sonne leuchtet heut all deine Hoffnungen zu Grab. Entschieden hat dein Erstgefühl für mich, und deine Miene sagt mir treu wie Gold, du wirst dich nimmer einem anderen weihen.
Ja, was erschwing ich ärmster, dass dich tröste? Geh an den Main, rat ich, ins Stift der Jungfrauen. Such in den Bergen dir einen Knaben, blond gelockt wie ich. Kauf ihn mit Gold und Silber dir, drück ihn an deine Brust und lehr ihn Mutter stammeln. Und wenn er größer ist, so unterweis ihn, wie man den Sterbenden die Augen schließt. Das ist das ganze Glück, das vor dir liegt. Geh, junger Held, in deines Kerkers Haft. Und auf dem Rückweg schau noch einmal ruhig das Grab dir an, das dir geöffnet wird. Es ist nichts finsterer und um nichts breiter, als es dir tausendmal die Schlacht gezeigt. Inzwischen werd ich in den Tod dir treu, ein rettend Wort für dich dem Oheim wagen. Vielleicht gelingt es mir, sein Herz zu rühren und dich von allem Kummer zu befreien. Hättest du zwei Flügel, Jungfrau, an den Schultern, für einen Engel wahrlich hielt ich dich. O Gott, hört ich auch recht? Du für mich sprechen? Wo ruhte denn der Köcher dir der Rede bis heute, liebes Kind, dass du willst wagen, den Herrn in solcher Sache anzugehen? Gott wird die Pfeile mir, die treffen, reichen. Doch wenn der Kurfürst des Gesetzes Spruch nicht ändern kann, nicht kann, wohlan, so wirst du dich tapfer ihm, der Tapfere, unterwerfen. Und der im Leben tausendmal gesiegt, der wird auch noch im Tod zu siegen wissen. Hinweg! Die Zeit verstreicht, die günstig ist. Nun, alle Heiligen mögen dich beschirmen. Leb wohl. Leb wohl. Und was du auch erringst, vergönne mir ein Zeichen vom Erfolg. Edler Oheim, Friedrich von der Mark. Natalie, was willst du, Liebe? Zu deiner Füße Staub, wie mir's gebührt. Für Vetter Homburg dich um Gnade flehen. Ich will ihn nicht für mich erhalten wissen. Mein Herz begehrt sein und gesteht es dir. Ich will ihn nicht für mich erhalten wissen. Mag er sich welchem Weib er will vermählen. Ich will nur, dass er da sei, lieber Oheim. Für sich, selbstständig, frei und unabhängig, wie eine Blume, die mir wohlgefällt. Dies flehe ich dich, mein höchster Herr und Freund, und weiß, solch Flehen wirst du mir erhören. Weißt du, was Vetter Homburg jüngst verbrach? Oh, lieber Onkel! Nun, verbrach er nichts? War's Eifer nicht, im Augenblick des Treffens, für deines Namens Ruhm, der ihn verführt, die Schranke des Gesetzes zu durchbrechen? Und ach, die Schranke jugendlich durchbrochen, trat er dem Lindwurm männlich nicht aufs Haupt. Erst weil er siegt, in Grenzen, dann enthaupten, das fordert die Geschichte nicht von dir. Das wäre so erhaben, lieber Onkel, dass man es fast unmenschlich nennen könnte. Und Gott schuf noch nichts Milderes als dich. Mein Kind, dich frage ich selbst. Darf ich den Spruch, den das Gericht gefällt, wohl unterdrücken? Was würde wohl davon die Folge sein? Für wen? Für dich? Für mich? Nein, was? Für mich?
Kennst du nichts Höheres, Jungfrau, als nur mich? Ist dir ein Heiligtum ganz unbekannt, das in dem Lager Vaterland sich nennt? O Herr, was sorgst du noch? Dies Vaterland, das wird um diese Regung deiner Gnade nicht gleich zerschellt in Trümmern untergehen. Denkt Vetter Homburg auch so? Vetter Homburg? Meint er, dem Vaterlande gilt es gleich, ob Willkür drin, ob drin die Satzung herrsche? Ach, dieser Jüngling. Nun? Der denkt jetzt weiter nichts als nur dies eine Rettung. Der könnte unter Blitz und Donnerschlag das ganze Reich der Mark versinken sehen, dass er nicht fragen würde, was geschieht. Doch, welch ein Heldenherz hast du geknickt. Nein, Sorge flieht um gerade. Gott im Himmel, was ist geschehen, mein liebes Kind? Was weinst du? Du sprachst ihn, tu mir alles kund. Du sprachst ihn? In den Gemächern eben jetzt der Tante, wohin im Mantelschau und Federhut er unterm Schutz der Dämmerung kam geschlichen, verstört und schüchtern, heimlich, ganz unwürdig, ein unerfreulich jammernswürdiger Anblick. Zu solchem Elend glaubt ich, senke keiner, den die Geschichte als ihren Helden preist. Ach, was ist Menschengröße, Menschenruhm? Nun denn, beim Gott des Himmels und der Erde, so fasse Mut, mein Kind, so ist er frei. Wie? Mein erlauchter Herr? Er ist begnadigt. Ich will sogleich das Nötige erlassen. Oh, Liebste, ist das wirklich wahr? Du hörst. Ihm soll vergeben sein, er stirbt jetzt nicht. Bei meinem Eid, ich schwör dir's zu. Wo werd ich mich gegen solchen Kriegers Meinung setzen? Wenn er den Spruch für ungerecht kann halten, kassiere ich die Artikel, er ist frei. Ich schreib's ihm gleich. Willst du für einen Augenblick dich setzen? Der Prinz ist drüben noch im Schloss. Vergib, er ist in seine Haft zurückgekehrt. Mein Prinz von Homburg, als ich euch gefangen setzte, um eures Angriffs allzu früh voll war. Ach, Herz, was klopfst du also an dein Haus? Und gleich den Degen schicke ich euch zurück. Für wahr mein Töchterchen, mein Nichtchen weinte, und ich, dem ihre Freude anvertraut, musst ihre holden Augenhimmel trüben? Willst du den Brief ihm selber überbringen? Ins Stadthaus, wie? So kann er für sein Leben gleich dir danken. Mein liebes Kind, bist du mir wieder gut? Was deine Huld, o Herr, so rasch erweckt, ich weiß es nicht und untersuche es nicht. Das aber sieh, das fühle ich in der Brust. Unedel meiner spotten wirst du nicht. Der Brief enthalte, was es immer sei, ich glaube Rettung. Und ich danke dir. Gewiss, mein Töchterchen, gewiss. So sicher, als sie in Vetter Homburgs Wünschen liegt. Das Leben nennt der Derwisch eine Reise und eine kurze. Freilich, von zwei Spannen diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter. Ich will auf halbem Weg mich niederlassen. Wer heut sein Haupt noch auf der Schulter trägt, hängt es schon morgen zitternd auf den Leib und übermorgen liegt's bei seiner Ferse. Zwar eine Sonne, sagt man, scheint dort auch und über buntere Felder noch als hier. Ich glaub's. Nur schade, dass das Auge modert, dass diese Herrlichkeit erblicken soll. Durchlaucht, Prinzessin von Oranien. Natalie. Hier ist sie selber schon. Lasst uns auf einen Augenblick allein. Mein teures Fräulein. Lieber guter Vetter. Nun sagt, was bringt ihr?
Sprecht, wie steht's mit mir? Gut, alles gut. Wie ich vorher euch sagte, begnadigt seid ihr, frei. Hier ist ein Brief von seiner Hand, der es bekräftiget. Es ist nicht möglich. Nein, es ist ein Traum. Lest, lest den Brief, so werdet ihr es erfahren. Mein Prinz von Homburg, als ich euch gefangen setzte, um eures Angriffs allzu früh vollbracht, da glaubt ich nichts als meine Pflicht zu tun. Auf euren eigenen Beifall rechnet ich. Meint ihr, ein Unrecht sei euch widerfahren, so bitt ich, sagt's mir mit zwei Worten, und gleich den Degen schicke ich euch zurück. Nun denn, da steht's. Zwei Worte nur bedarf's. Hier, nehmt, hier ist die Feder. Nehmt und schreibt. Er sagt, wenn ich der Meinung wäre... Freilich, geschwind, setzt euch. Ich will's euch diktieren. Ich will den Brief noch einmal überlesen. Wozu? Saht ihr die Gruft nicht schon in Münster mit offenem Rachen euch entgegengähnen? Der Augenblick ist dringend. Sitzt und schreibt. Oh, schreibt, wenn ihr mich nicht böse machen wollt. Ein dummer Anfang. Wie? Was sagt ihr? Oh mein Gott, das ist ja gut, das ist vortrefflich. Haar eines Schuftes, Fassung keines Prinzen. Ich denke mir eine andere Wendung aus. Was sagt ihr eigentlich im Briefe? Nichts, gar nichts. Geht? Ihr lasst ihn ja. Wenn gleich. Ich will nur sehen, wie ich mich fassen soll. Oh Gott der Welt, jetzt ist's um ihn geschehen. Sieh da. Höchst wunderbar, so wahr ich lebe. Du übersahst die Stelle wohl. Nein. Welche? Mich selber ruft er zur Entscheidung auf. Nun ja. Recht wacker in der Tat. Recht würdig. Recht, wie ein großes Herz sich fassen muss. Oh, seine Großmut, Freund, ist ohne Grenzen. Doch nun tu auch das Deine, du, und schreib, wie es begehrt. Du siehst, es ist der Vorwand, die äußere Form nur, deren es bedarf. Ich will die Sach bis morgen überlegen. Warum? Weshalb? Ich bitte, frag mich nicht. Du hast des Briefes Inhalt nicht erwogen. No. Dass er mir Unrecht tat, wie es mir bedingt wird, das kann ich ihm nicht schreiben. Zwingst du mich, Antwort in dieser Stimmung ihm zu geben? Bei Gott, so schreibe ich ihm, du tust mir recht. Lass einen Augenblick. Mir scheint... Was sagst du? Gleich werd ich wissen, wie ich schreiben soll. Homburg! Ich höre. Was gibt's? Mein süßer Freund! Die Regung lob ich, die dein Herz ergriff. Das aber schwöre ich dir. Das Regiment ist kommandiert, das dir versenkten Morgen aus Karabinern überm Grabeshügel versöhnt die Totenfeier halten soll. Gleich viel. Gleich viel? Er handle, wie er darf. Mir ziemt's, hier zu verfahren, wie ich soll. Du Ungeheuerster. Ich glaub, du schreibst. Homburg, gegeben, Ferbelin, am 12. Ich bin schon fertig. Franz! Oh Gott im Himmel! Bring diesen Brief aufs Schloss zu meinem Herrn. Ich will ihm, der so würdig vor mir steht, nicht ein Unwürdiger gegenüberstehen. Schuld ruht, bedeutende mir auf der Brust.
wie ich es wohl erkenne, kann er mir vergeben, nur wenn ich mit ihm drum streite, so mag ich nichts von seiner Gnade wissen. Nimm diesen Kuss und bohrten gleich 12 Kugeln dich jetzt in Staub. Nicht halten könnte ich mich und jauchzt und weint und spräche. Du gefällst mir. Inzwischen, wenn du deinem Herzen folgst, ist mir's erlaubt, dem meinigen zu folgen. Mit den Dragonern der Prinzessin? Hier in der Stadt? Ja, mein erlauchter Herr. Hier steht er vor dem Schlosse aufmarschiert. Nun, wollt ihr mir, ihr Herrn, dies Rätsel lösen? Wer rief ihn her? Das weiß ich nicht, mein Kurfürst. Der Standort, den ich ihm bestimmt, heißt Arnstein. Geschwind, geh einer hin und bring ihn her. Er wird sogleich, o Herr, vor dir erscheinen. Wo ist er? Auf dem Rathaus, wie ich höre. Wo die gesamte Generalität, die deinem Hause dient, versammelt ist. Weshalb? Zu welchem Zweck? Das weiß ich nicht. Seltsam. Wenn ich der Bey von Tunis wäre, schlüge ich bei so zweideutschem Vorfall Lärm. Die seidene Schnur legte ich auf meinen Tisch. Und vor das Tor, verrammt mit Palisaden, führte ich Kanonen und Haubitzen auf. Doch weil's Hans Kottwitz aus der Prignitz ist, der sich mir naht, willkürlich eigenmächtig, so will ich mich auf märksche Weise fassen. Von den 3 Locken, die man silberglänzig auf seinem Schädel sieht, fass ich die eine und führe ihn still mit seinen 12 Schwadronen nach Arnstein in sein Hauptquartier zurück. Wozu die Stadt aus ihrem Schlafe wecken? Rebellion, mein Kurfürst! Ruhig, ruhig! Was willst du? Herr, ein Vorfall, du vergibst, führt von besonderem Gewicht mich her. Der Oberst Kottwitz rückte unbeordert hier in die Stadt. 100 Offiziere sind auf dem Rittersaal um ihn versammelt. Es geht ein Blatt in ihrem Kreis herum, bestimmt in deine Rechte einzugreifen. Das ist mir schon bekannt. Was wird es sein als eine Regung zu des Prinzen Gunsten, dem das Gesetz die Kugel zuerkannte? So ist's. Beim höchsten Gott, du hast's getroffen. Nun gut, so ist mein Herz in ihrer Mitte. Man sagt, sie wollen heute die Rasen, die Bittschrift noch im Schloss dir überreichen, und falls mit unversöhntem Grimm du auf dem Spruch beharrst, kaum wage ich's dir zu melden, aus seiner Haft ihn mit Gewalt befreien. Herr, ich beschwöre dich, wenn's überhaupt dein Wille ist, den Prinzen zu begnadigen, tu's, eh ein höchst verhasster Schritt geschehen. Kottwitz weiß und die Schar, die er versammelt, noch nicht, dass dich mein treues Wort gewarnt. Schick eher noch erscheint das Schwert dem Prinzen. Schick's ihm, wie er's zuletzt verdient, zurück. Du gibst der Zeitung eine Großtat mehr und eine Untat weniger zu melden. Da müsste ich doch den Prinzen erst befragen, den Willkür nicht, wie der bekannt sein wird, gefangen haben und nicht befreien kann. Ich will die Herren, wenn sie kommen, sprechen. Verwünscht, er ist jedwedem Pfeil gepanzert. Der Obrist Kottwitz, Hennings, Trutz und andere erbitten sich Gehör. Und hier ein Brief. Vom Prinz von Homburg? Ja, erlauchter Herr. Wer gab ihn dir? Der Schweizer, der am Tor die Wache hält, dem ihn des Prinzenjäger eingehändigt. Präfitz, das Todesurteil bringe her und auch den Pass für Gustav Graf von Horn, den schwedischen Gesandten, will ich haben. Kottwitz und sein Gefolg, sie sollen kommen. Ver
Vergönne, mein erhabener Kurfürst, mir, dass ich im Namen des gesamten Heers in Demut dies Papier dir überreiche. Kottwitz, bevor ich's nehme, sag mir an, wer hat dich her nach dieser Stadt gerufen? Mit den Dragonern? Mit dem Regiment. Arnstein hat dich zum Sitz dir angewiesen. Herr, deine Order hat mich hergerufen. Wie? Zeig die Order mir. Hier, mein Gebieter. Natalie, gegeben für Berlin im Auftrag meines höchsten Oheims Friedrich? Bei Gott, mein Fürst und Herr, ich will nicht hoffen, dass dir die Order fremd ist. Nicht. Versteh mich. Vielmehr, ich heiße dich willkommen. Dem Obrist Homburg, dem das Recht gesprochen, bist du bestimmt, mit deinen 12 Schwadronen die letzten Ehrenmorgen zu erweisen. Wie, mein erlachter Herr? Das Regiment steht noch in Nacht und Nebel vor dem Schloss. Die Nacht vergibt. Warum rückt es nicht ein? Mein Fürst, es rückte ein. Es hat Quartiere, wie du befahlst, in dieser Stadt bezogen. Umso viel besser denn. Gegrüßt noch einmal. Was führt dich her, sag an? Was bringst du Neues? Herr, diese Bittschrift deines treuen Heers. Gib. Doch das Wort, das deiner Lipp entfiel, schlägt alle meine Hoffnungen zu Boden. So hebt ein Wort auch wiederum sie auf. Bittschrift, die allerhöchste Gnade flehnt, für unseren Führer, peinlich angeklagt, den Generalprinz Friedrich Hessen-Homburg. Ein edler Name, ihr Herren. Unwürdig nicht, dass ihr in solcher Zahl euch ihm verwendet. Gebt mir für einen Augenblick Geduld. Sonderbar. Du nimmst, du alter Krieger, des Prinzentat in Schutz, rechtfertigst ihn, dass er auf Wrangel stürzte, unbeordert? Ja, mein erlauchter Herr, das tut der Kottwitz. Der Meinung auf dem Schlachtfeld warst du nicht. Das hat ich schlecht erwogen, mein Gebieter. Die Schweden wankten auf dem linken Flügel und auf dem rechten wirkten sie zu Kurs. Hätte er auf deine Order warten wollen. Sie fassten Posten wieder in den Schluchten und nimmermehr hättest du den Sieg erkämpft. So, das beliebt dir so vorauszusetzen. Es ist der Stümpersache, nicht die deine, des Schicksals höchsten Kranz erringen wollen. Du nahmst bis heute noch stets, was es dir bot. Lass uns den Wrangel rüstig Brust an Brust noch einmal treffen. So vollendet sich's und in die Ostsee ganz fliegt er hinab. Rom wird an einem Tage nicht erbaut. Mit welchem Recht, du Tor, erhoffst du das, wenn auf dem Schlachtenwagen eigenmächtig mir in die Zügel jeder greifen darf? Meinst du, das Glück wird immer da, wie jüngst mit einem Kranz den Ungehorsam lohnen? Den Sieg nicht mag ich, der ein Kind des Zufalls mir von der Bank fällt. Das Gesetz will ich, die Mutter meiner Krone, aufrecht halten, die ein Geschlecht von Siegen mir erzeugt. Herr, das Gesetz, das höchste, oberste, das wirken soll in deiner Feldherrnbrust, das ist der Buchstab deines Willens nicht. Das ist das Vaterland, das ist die Krone, das bist du selber, dessen Haupt sie trägt. Was kümmert dich, ich bitte dich, die Regel, nach der der Feind sich schlägt? Wenn er nur nieder vor dir mit allen seinen Fahnen sinkt. Die Regel, die ihn schlägt, das ist die höchste. Willst du das Heer, das glühend an dir hängt, zu einem Werkzeug machen, gleich dem Schwerte, das Tod in deinem goldenen Gürtel ruht? Gesetzt um dieses unberufenen Siegs brichst du dem Prinzen jetzt den Stab. Und ich treffe morgen gleichfalls unberufen den Sieg, wo irgend zwischen Wald und Felsen mit den Schwadronen wie ein Schäfer an. Bei Gott, ein Schelm müsste ich doch sein, wenn ich des Prinzen Tat nicht munter wiederholte. Und sprichst du das Gesetzbuch in der Hand? Kottwitz, du hast den Kopf verwirkt. So sagte ich, das wusste ich, Herr. Da nimm ihn hin. Hier ist er.
Als mich ein Eid an deine Krone band mit Haut und Haar, nahm ich den Kopf nicht aus. Und nicht dir geb ich, was nicht dein gehörte. Mit dir, du alter, wunderlicher Herr, werd ich nicht fertig. Es besticht dein Wort mich, mit arglistiger Rednerkunst gesetzt, mich, der, du weißt, dir zugetan. Und einen Sachfalter rufe ich mir, den Streit zu enden, der meine Sache führt. Der Prinz von Homburg, man führt aus dem Gefängnis ihn hierher. Der wird dich lehren, des versichere ich dich, was Kriegszucht und Gehorsam sei. Ein Schreiben schickt er mir mindestens zu, das anders lautet als der spitzfindige Lehrbegriff der Freiheit, den du hier wie ein Knabe mir entfaltet. Wen holt? Wen ruft? Ihn selber? Nein, unmöglich. Von wem ist diese zweite Zuschrift hier? Von mir, mein Fürst. Beweis, dass Kurfürst Friedrich des Prinzen Tat selbst? Nun, beim Himmel, das nenne ich keck. Was? Die Veranlassung? Du wälzest sie des Frevels, den er sich in der Schlacht erlaubt, auf mich? Auf dich, mein Kurfürst, ja. Ich, Hohenzollern. Nun denn, bei Gott, das übersteigt die Fabel. Womit wirst solchen Satz du mir beweisen? Du wirst dich jener Nacht, o Herr, erinnern, da wir den Prinzen tief versenkt im Schlaf im Garten unter den Platanen fanden. Vom Sieg des nächsten Tages mochte er träumen und einen Lorbeer hielt er in der Hand. Du gleichsam, um sein tiefstes Herz zu prüfen, nahmst ihm den Kranz hinweg. Die Kette schlugst du, die dir vom Hals hängt, lächelnd um das Laub und reichtest Kranz und Kette so verschlungen dem Fräulein, deiner edlen Nichte hin. Der Prinz steht bei so wunderbarem Anblick errötend auf, so süße Dinge will er und von so lieber Hand gereicht ergreifen, du aber, die Prinzessin rückwärts führend, entziehst dich eilig ihm. Die Tür empfängt dich, Jungfrau und Kett und Lorbeerkranz verschwinden. Und einsam, einen Handschuh in der Hand, den er nicht weiß, er selber wem entrissen, im Schoß der Mitternacht bleibt er zurück. Welch einen Handschuh? Herr, lass mich vollenden. Die Sache war ein Scherz. Jedoch von welcher Bedeutung ihm, das lernt ich bald erkennen. Den ganzen Vorfall, gleich als wär's ein Traum, trägt er bis auf den kleinsten Zug mir vor. So lebhaft meint er, hab er nie geträumt, und fester Glaube baut sich in ihm auf, der Himmel hab ein Zeichen ihm gegeben, es werde alles, was sein Geist gesehen, Jungfrau und Lorbeerkranz und Ehrenschmuck, Gott an dem Tag der nächsten Schlacht ihm schenken. Sonderbar. Und jener Handschuh? Drauf tritt er nun mit Stift und Tafel ins Schloss, aus des Feldmarschalls Mund in frommer Aufmerksamkeit den Schlachtbefehl zu hören. Die Fürstin und Prinzessin, reisefertig, befinden grad im Herrensaal sich auch. Doch wer ermisst das ungeheure Staunen, das ihn ergreift, da die Prinzess den Handschuh, den er sich ins Kollett gesteckt, vermisst. Der Marschall ruft zu wiederholten Malen, Herr Prinz von Homburg! Was befiehlt mein Marschall? Entgegnet er und will die Sinne sammeln. Doch er von Wundern ganz umringt, der Donner des Himmels hätte niederfallen können. War's der Prinzessin Handschuh? Allerdings. Herr, die Erzählung wahrlich unterschreibe ich. Der Prinz, erinnere ich mich, von meiner Rede vernahm kein Wort. Zerstreut sah ich ihn oft, jedoch in solchem Grad, abwesend ganz aus seiner Brust, noch nie als diesen Tag. Und nun, wenn ich dich an das Recht verstehe, türmst du wie folgt das Schlussgebäude mir auf, hätt ich mit dieses jungen Träumers Zustand zweideutig nicht gescherzt, so blieb er schuldlos. Bei der Parole wäre er nicht zerstreut, nicht widerspenstig in der Schlacht gewesen. Nicht, nicht? Das ist die Meinung? Mein Gebieter, das überlasse ich jetzt dir zu ergänzen. Tor, der du bist, Blödsinniger. Hättest du nicht in den Garten mich hinabgerufen, so hätte ich, einem Trieb der Neugier folgend, mit diesem Träumer harmlos nicht gescherzt. Mithin behaupte ich ganz mit gleichem Recht, der sein Versehen veranlasst hat, warst du. Ha! Die delfsche Weisheit meiner Offiziere. Es ist genug, mein Kurfürst. Ich bin sicher, mein Wort fiel ein Gewicht in deine Brust. Der Prinz, o Herr, wird augenblicks erscheinen. Wohlan, lasst ihn herein. In 2 Minuten. Er ließ nur flüchtig im Vorübergehen durch einen Pförtner sich den Kirchhof öffnen. Den Kirchhof? Ja, mein Fürst und Herr. Weshalb?
Es schien das Grabgewölb, wünschte er zu sehen, das dein Gebot ihm doch eröffnen ließ. Gleich viel, sobald er kommt, lasst ihn herein. Da führt die Wache schon den Prinzen her. Mein junger Prinz, euch rufe ich mir zu Hilfe. Der Oberst Kottwitz bringt zugunsten eurer mir dieses Blatt hier, schaut, in langer Reihe von 100 Edelleuten unterzeichnet. Das Heer begehre, heißt es, eure Freiheit und billige den Spruch des Kriegsrechts nicht. Lest bitte ich selbst und unterrichtet euch. Kottwitz, gib deine Hand mir, alter Freund. Du tust mir mehr, als ich am Tag der Schlacht um dich verdient. Doch jetzt geschwind geh nach Arnstein wiederum, von wo du kamst, und rühr dich nicht. Ich hab's mir überlegt. Ich will den Tod, der mir erkannt, erdulden. Ruhig! Es ist mein unbeugsamer Wille. Was kann der Sieg euch, meine Brüder, gelten? Der eine, Dürftige, den ich vielleicht dem Wrangel noch entreiße, dem Triumph verglichen über den verderblichsten der Feind in uns, den Trotz, den Übermut, errungen glorreich morgen. Es erliege der Fremdling, der uns unterjochen will, und frei auf mütterlichem Grund behaupte der Brandenburger sich, denn sein ist er, und seiner Fluren Pracht nur ihm erbaut. Mein Sohn, mein liebster Freund, oh Gott, wie nenn ich dich? Lass deine Hand mich küssen. Doch dir, mein Fürst, der einen süßen Namen, der einst mir führte, leider jetzt verscherzt, dir leg ich tief bewegt zu Füßen mich. Vergib, wenn ich am Tage der Entscheidung mit übereiltem Eifer dir gedient. Der Tod wäscht jetzt von jeder Schuld mich rein. Lass meinem Herzen, das versöhnt und heiter sich deinem Rechtsspruch unterwirft, den Trost, dass deine Brust auch jedem Groll entsagt. Und in der Abschiedsstunde, des zum Zeichen, bewillge huldreich eine Gnade mir. Mein Wort verpfände ich dir und Ritterehre, was es auch sei, es ist dir zugestanden. Erkauf, o Herr, mit deiner Nichte Hand von Gustav Karl den Frieden nicht! Hinweg mit diesem Unterhändler aus dem Lager, der solchen Antrag ehelos dir gemacht. Mit Kettenkugeln schreibt die Antwort ihm. Sei's, wie du sagst. Mit diesem Kuss, mein Sohn, bewillige ich diese letzte Bitte dir. Was auch bedarf es dieses Opfers noch. Prinz Homburgs Braut sei sie, werd ich ihm schreiben, der Fair Berlins halb dem Gesetz verfiel. Nun sieh, jetzt schenktest du das Leben mir. Nun flehe ich jeden Segen dir herab. Wache, führt ihn zurück in sein Gefängnis. Mein Fürst und Herr, nach dem, was vorgefallen sind, wir entlassen. Nein, zur Stund noch nicht. Dir sage ich's an, wenn du entlassen bist. Ja! Urteilt selbst, ihr Herren. Der Prinz von Homburg hat im verflossenen Jahr durch Trotz und Leichtsinn um zwei der schönsten Siege mich gebracht. Den dritten auch hat er mir schwer gekränkt. Wollt ihr's zum vierten Male mit ihm wagen? Wollt ihr? Bei dem lebendigen Gott! Du könntest an Verderbensabgrund stehen, dass er, um dir zu helfen, dich zu retten, auch nicht das Schwert mehr zückte, ungerufen. So folgt ihr, Freunde, in den Garten mir. Das Schloss mit der Rampe, die in den Garten hinabführt. Es ist wieder Nacht. Der Prinz von Homburg wird vom Rittmeister Stranz mit verbundenen Augen durch das untere Gartengitter aufgeführt. Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen mit Glanz der tausendfachen Sonne zu.
Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern. Durch stille Ätherräume schwingt mein Geist. Und wie ein Schiff vom Hauch des Winds entführt, die muntre Hafenstadt versinken sieht, so geht mir dämmernd alles Leben unter. Jetzt unterscheide ich Farben noch und Formen. Und jetzt liegt Nebel alles unter mir. Ach, wie die Nachtviole lieblich duftet. Spürst du es nicht? Es sind Levkojen und Nelken. Levkojen? Wie kommen die hierher? Ich weiß nicht. Es scheint, ein Mädchen hat sie hier gepflanzt. Kann ich dir eine Nelke reichen? Lieber, ich will zu Hause sie in Wasser setzen. Der Kurfürst mit dem Lorbeerkranz, um welchen die goldene Kette geschlungen ist, Kurfürstin, Prinzessin Natalie, Feldmarschall Dörfling, Obrist Kottwitz, Hohenzollern von der Goltz erscheinen auf der Rampe des Schlosses. Hohenzollern tritt mit einem Tuch an das Geländer und winkt dem Rittmeister Stranz, worauf dieser den Prinzen von Homburg verlässt und im Hintergrund mit der Wache spricht. Lieber, was für ein Glanz verbreitet sich. Mein Prinz, willst du gefällig dich erheben? Was gibt es? Nichts, das dich erschrecken dürfte. Die Augen bloß will ich dir wieder öffnen. Schlug meiner Leiden letzte Stunde? Ja. Heil dir und Segen, denn du bist es wert. Der Kurfürst gibt den Kranz, an welchem die Kette hängt, der Prinzessin, nimmt sie bei der Hand und führt sie die Rampe hinab. Herren und Damen folgen. Die Prinzessin tritt, umgeben von Fackeln, vor den Prinzen, welcher erstaunt aufsteht, setzt ihm den Kranz auf, hängt ihm die Kette um und drückt seine Hand an ihr Herz. Nein, sagt, ist es ein Traum? Ein Traum? Was sonst? In Staub mit allen Feinden Brandenburgs. Prinz Friedrich von Homburg, nach dem Schauspiel von Heinrich von Kleist. Die Rollen und ihre Darsteller: Kurfürst Friedrich Wilhelm, Erich Ziegel. Die Kurfürstin Miriam Horwitz-Ziegel. Prinzessin Natalie von Oranien, Christiane Felsmann. Feldmarschall Dörfling, Ernst Stahl-Nachbauer. Prinz Friedrich Arthur von Homburg, Hans Quest. Obrist Kottwitz, Rudolf Reif. Hennings, Obrist der Infanterie, Ulrich Volkmar. Graf Truchs, Horst Raspe. Graf Hohenzollern, Ernst Schlott. Rittmeister von der Goltz, Adolf Ziegler. Graf Georg von Sparren, Klaus W. Krause. Stranz, Otto Arnett. In weiteren Rollen Leonhard